Herr Christen, Sie haben in Ihrer Studie untersucht, wie sich der Gender Gap in Bezug auf die Vorsorge künftig entwickeln wird. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen? Also wir sehen, dass heute der Gender Pension Gap etwa 30% beträgt, also Frauen im Schnitt etwa 30% weniger Rente haben wie Männer. Und wir sehen, dass aufgrund der sich verändernden Erwerbsbiografien, Frauen sind stärker erwerbstätig wie früher, der langfristig etwas kleiner werden dürfte, aber nicht verschwinden wird. Welche Gründe stecken denn Ihrer Meinung nach dahinter? Haben Sie da auch gesellschaftliche Rollenbilder erkennen können, die einen Einfluss haben? Die Erwerbsbiografien, die ja dann hauptsächlich verantwortlich sind für die Rentenunterschiede, die zwischen Männern und Frauen, die nähern sich an, aber gleichen sich nicht an. Also auch heute reduziert vor allem die Mutter im Rahmen der Familiengründung das Pensum. Und da spielen auch Rollenbilder eine Rolle, oder? Weil viele Leute in der Bevölkerung denken, dass es besser ist, wenn die Mutter stärker reduziert das Pensum, als wenn der Vater das Pensum reduziert. Kommen wir spezifisch auf die Frauen zu sprechen. Welche Vorsorgerisiken sind Sie im Falle einer Scheidung oder einer Verwitwung ausgesetzt? Ja, wenn man verheiratet ist und es dann zu einer Scheidung oder Verwitwung kommt, ist man bis zu einem gewissen Grad besser abgesichert. Oder? Es gibt Ausgleichmechanismen, oder? Es gibt ein Splitting des Guthabens, das während der Ehe angehäuft wurde. Im Verwitwungsfall gibt es Witwenrenten, aber insbesondere im Scheidungsfall sehen wir, dass Frauen auch tiefere Renten haben wie geschiedene Rentner. Und das liegt vor allem daran, dass nach der Scheidung Frauen tiefere Pensen haben geschiedene Männer und daher weniger verdienen können und auch weniger Altersvorsorgekapital anhäufen können. Die Anzahl unverheirateter Elternpaare, die nimmt kontinuierlich zu. Welche Herausforderungen werden diese sich annehmen müssen in Bezug auf die Vorsorge? Wir sehen insbesondere, dass auch bei den unverheirateten Paaren Mütter oft das Pensum reduzieren und im Trennungs- oder Todesfall des Partners, oder, sind diese Mütter, die nicht verheiratet sind, dann vorsorgetechnisch schlechter abgesichert, wie wenn sie verheiratet gewesen wären. Zum Beispiel gibt es keine AV-Witwenrente im Todesfall des Partners. Und solche Risiken, die sind oftmals diesen Leuten nicht bewusst. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man, wenn man nicht verheiratet ist und das Pensum reduziert zum Beispiel, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Stichwort Gender Gap. Welche Geschlechtsunterschiede gibt es beim Spar- und beim Investitionsverhalten? Also wir sehen, dass zum Beispiel Frauen seltener in die Säule 3a einzahlen wie Männer. Das liegt vor allem daran, dass sie tiefere Einkommen haben. Und wir sehen dann vor allem besonders stark, dass Frauen weniger in die Kategorie Aktien, Obligationen, Fonds investieren wie Männer. Und das bedeutet natürlich langfristig, dass sie langsamer Vermögen aufbauen können wie Männer und entsprechend ist zu erwarten, dass auch künftig, auch in der dritten Säule, ein Gender Pension Gap vorhanden sein wird.